Und dafür wünschen wir ihm natürlich alles Gute. Und jetzt wird es prominent bei uns. Er gehört als Star-Clown zum Team des legendären Cirque du Soleil. Den Menschen in aller Welt zum Lachen zu bringen, das ist seit vielen Jahren Beruf und Berufung für den gebürtigen Kanadier David Cassel. Auch für 2020 hatte sich der Comedy-Künstler sehr viel vorgenommen. Er wollte mit seinem Team auf große Europa-Tournee gehen, doch dann kam Corona und all die großen Showträume, die platzten. Hier mitten in Berlin sind sie gestrandet. Und dieser alte Bus ist seit einem Jahr alles, was dem Star-Clown und seiner Tochter bleibt. Guten Tag, ich bin David. Und ich bin Grace. Come and have a look at how we live. Auf wenigen Quadratmetern versucht der gebürtige Kanadier, es seiner Tochter schön zu machen. Denn der Lockdown hat ihr Leben komplett aus der Bahn geworfen. Für die Tournee gibt David Cassel seine Wohnung in Toronto auf. Nun haben er und seine Tochter keine feste Bleibe mehr. Seit einem Jahr darf David Cassel auch nicht mehr auftreten. Da fällt selbst einem Komiker das Lächeln schwer. Dieser Bus hier ist für uns eine kleine Welt, in der wir so tun, als könnten wir unser kleines, normales Leben weiterführen. Ich will ganz ehrlich sein, ich habe Zukunftsangst und frage mich, werden wir jemals wieder eine eigene kleine Wohnung haben? Diese Existenzsorgen versucht David Cassel jeden Tag mit Humor von seiner Tochter Grace fernzuhalten. Und das kann er als komischer Typ natürlich nur allzu gut. Seit 40 Jahren liebt David Cassel es, Menschen zum Lachen zu bringen. Im legendären Cirque du Soleil genauso wie mit schrägen Auftritten. In der Krise den Humor wahren. Dafür nutzt der 59-Jährige auch alltägliche Situationen, um sich als Künstler zu beweisen. Aus gutem Grund. Das Wichtigste für uns als Künstler ist es doch, dass wir kreativ bleiben. Genau das macht uns systemrelevant. Wir wollen uns immer wieder neu erfinden. Wir müssen das alles, was jetzt passiert, immer wieder neu betrachten. Ich versuche deshalb, Corona als Herausforderung zu sehen und die Menschen zu inspirieren, mit dieser neuen Situation kreativ umzugehen. Das ist es, wo ich etwas tun kann. 3, 2, 1. Um kreativ zu bleiben und finanziell über die Runden zu kommen, bietet David Cassel Online-Kurse für Theaterkunst an. Dafür hat er im Wohnwagen ein kleines Studio eingerichtet. Das Wichtigste in seinem Leben aber ist Grace. Sie ist sprachbegabt, hat 5 Sprachen drauf. Durch den Lockdown ist die Beziehung zu ihrer Mutter, die Tänzerin ist, zerbrochen. David Cassel möchte schnell eine Wohnung für sich und seine Tochter finden, weil sie in Berlin zur Schule geht. Aber wenigstens liebt Grace das Leben im wilden, bunten Bus. Ich will natürlich auch eine Wohnung, aber ich will trotzdem immer noch diesen Bus haben, weil ich, ja, der würde mir irgendwie fehlen, wenn ich nur in einer Wohnung wohnen würde. Und ja, mir fehlt auch das Rumfahren und Reisen. Der Berliner Wohnungsmarkt ist hart umkämpft. Nach 600 Bewerbungsmails und vielen erfolglosen Besichtigungen hofft David Cassel, nun so ein neues Zuhause zu finden. Denn ewig hält auch sein 45 Jahre alter Bus nicht mehr durch. Ich mache das, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich habe schon Ämter um Hilfe gebeten. Was kann ich sonst tun? Ich muss optimistisch bleiben. Wir werden was finden. Aufgeben kommt nicht in Frage. Tschüss. Auf Wiedersehen.